Jana Smara Tipp bei den exotischen Pflanzen zu farmen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu farmen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanalinfo, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum. Und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und meine Homepage. Und schaut bei i vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und ihr könnt das Video teilen auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, auf Snapchat, überall. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Bananenpflanzen. Die wachsen ganz schön, finde ich. Am besten gefällt mir diese Sorte, wegen sie kriegt immer gleich ein neues Blatt. So heißt die Sorte. Okay. Ist die da? Schaut die nicht fesch aus mit dem Blatt? Ja. Einmal. Und da haben wir die zweite. Biologische Banane. Die kriegt gleich 2 Blätter auf einmal. Ja. Schaut auch ganz gut aus. Die kriegt da, schaut schön aus. Die Stamm kann man ein bisschen putzen. Und da haben wir nochmal eine biologische Banane. Die gefällt mir auch so sehr. Die, schauen wir mal, hat sie schon durchgewurzelt. Ja, fresh. Jetzt stecken wir wieder Etikett hinein. Und da haben wir die zweimal die Kevin-Fisch-Banane. Die hat das erste Blatt bekommen und da kommt das zweite. Schauen wir mal, hat sie durchgewurzelt. Ich schaue da immer wegen... Ja, sie wurzelt schon ordentlich. Da hat sie Wurzeln, da hat sie Wurzeln, da sind so Pilze, oberflächlich. So, schaut ganz schön gut aus. Zweimal haben wir die Pflanze. Schauen wir, die kriegt auch einen neuen Austrieb, die Banane. Schauen wir auch. Fangt auch schon durch zum Wurzeln an. Schaut auch gut aus. Steck mal ein Etikett rein. Und da haben wir die rote Banane. Die hat dieses Blatt geöffnet. Und sie kriegt noch ein Blatt. Und die Blatt ist ein bisschen abgeknickt. Ja, schaut ganz gut aus. Mir gefällt die. Schaut die nicht so schön aus? Hinten hat sie ein rotes Blatt und vorne hat sie ein grünes Blatt. Ja, schaut toll aus. Jetzt hole ich die Bananenableger. Ich möchte wissen, wie die durchgewurzelt haben. So, das sind die
Ableger. Schauen wir mal gemeinsam in die Erde. Dann machen wir mal Etikett hinaus. Das ist so eine biologische Banane. Drehen wir so um. Wow! Hat schon durchgewurzelt. Ist in der Kokoserde. So. Schauen wir bei der zweiten. Da fängt es auch schon an. So. Da haben wir die Erde da mal ein bisschen zusammen. Könnte man so in Topf tun. So. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut sie in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut Kanalinfo und schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren und schaut bei meiner Homepage vorbei, bei den Videos, da tue ich immer eine Umfrage stellen. Und frage ich euch, welches Video magt ihr sehen? Und ihr könnt das Video teilen mit euren Freunden, Familie, Freundinnen, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Bis zum nächsten Video. Ciao!